Aber alle haben... Oh, da ist eine Vuvuzela mit Ansage. Alle haben eine Vuvuzela. Da ist eine Vuvuzela mit Ansage. Wie Benjamin Blümchen. Töre. Nice. Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit Checks and Fidget. Willkommen dazu. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir befinden uns live im Epic-Event mit dem Han Rizzleboy. Ja, hallo Leute, ich bin's, der Lars. Ja, der Lars, der bist du. Du wärst gerne der Lars, gib's doch zu. Ich wär sehr gerne der Lars. Also jedes Mal wache ich auf und denk mir, scheiße, ich bin nicht der Lars. Ja, und ich wach schweißgebadet auf und denk, oh, schon wieder Albtraum, ich wach ein bisschen. Oh, oh. Das Problem habe ich. Ja, Epic Event ist, ich werde ein bisschen blättern und werde mich dann mit dem schnuckligen Boy hier unterhalten. Achso, erst blätterst du und dann, wie lange blätterst du jetzt zwischen uns und dann? Und dann ich erst mit dir. Nein, ich habe gestern schon einen Epic-Ring rausgezogen aus dem Waffenladen, ohne zu blättern. Der war einfach mal randommäßig drin, deswegen habe ich mir den ganz einfach mal gegönnt. Mit 499 Stats. Geschick, Ausdauer und Glück. Achso. Ich dachte, du sagst jetzt Luftballons. Mit 499 Luftballons. Was hast du denn an gerade? Kann ich mir den angucken? Ne, ich zieh den jetzt an. Bob. Angezogen. Yes. Zuschauer, wie hieß du hier? Zuschauer. Einfach nur Zuschauer. 499 und das sogar noch geschickt. Ich glaub's ja. Ja, natürlich. Bei mir läuft's halt immer richtig. So, den anderen Ring schmeiß ich jetzt ins Klöchen, Popöchen. Mhm. Reinhauen. Sehr schön. Und dann gebe ich das meinem Begleiter. Ja, hast du denn schon geblättert? An diesem Wochenende? Ich hab mal auf manchen Servern so sinnlos ein paar Pilze ausgegeben, ja. So 100 Pilze habe ich mal auf S22 ausgegeben. Hatte 3 Epics bekommen und einige Tränke. Also 100 Pilze habe ich geblättert und halt die 3x15 Pilze ausgegeben. Oder 25, ich weiß nicht, wie teuer ist ein Epic? Ich weiß es gerade gar nicht. 15 Pilze, verdammt, ja? Der Scheiße. Ja, 15. Wirklich, ne, ich krieg sonst immer nur Epics nur für Gold. Achso, ja, halt ah, ja, das kenne ich. Ja. Das kenne ich auch eigentlich meistens auch nicht. Aber das richtige Blättern, was ist das richtige Blättern? So krass übertreiben werde ich es gar nicht. Aber das kommt dann später noch. Aber das ist ja gut, also heute. Quasi, musst du noch ich habe überlegt, ich könnte auch Montag blättern. Ja, Montag kannst du auch versuchen. Also Montag wird die Chance sehr hoch sein, ganz viel Epic zu bekommen, glaub mir. Ey, wäre richtig, was denkst du? Ich habe am Freitag, glaube ich, im Zauberladen einmal geblättert und hatte auch eine 3-Attributs-Epic-Kette für nur Gold im Laden. Das kenne ich irgendwie, und zwar von Server 34. Da habe ich auch immer randommäßig geblättert, so 10, 15 Mal am Tag und habe meistens immer ganz viele Epics bekommen. Da ist schon mal ein Gürtel, guck mal, auch mit 499. Den gönne ich mir auf jeden Fall auch. Und ich merke gerade, dass mein Mikrofonarm sich auflöst. Ich muss mal eben schnell Pause drücken. Er fällt gleich ab. Drück mal Pause. Oh mein Gott. So, wir sind zurück. Mikrofonarm wieder befestigt. Dabei fast beide Arme gebrochen und Füße. Und ich bin noch nicht da. Wie, du bist nicht da? Okay, der Handel ist nicht wieder da. Der ist weg. Der ist sein Klo putzen, wie auch immer. So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt auf jeden Fall... Ich habe Angst vor diesem Arm. Ich denke immer, der kommt mir jetzt wieder näher. Warte mal. Ich habe Angst. Wenn das Ding umfällt, dann fliegt mir das Mikrofon genau in die Fresse. Es wird mir so ein Ding da reingeschoben, sowas das anderes. Das würde ich mir sehr gerne anhören. Ich muss mal schnell nochmal gucken. Warte mal. Ich gucke mal. Warte. Hä? Hallo? Was ist denn los mit dir, ey? Unterhalt die Menschen bitte. Ach so. Ist noch. Ja, das ist halt so typisch, ne? So Vorbereitung. Wenn man halt so, naja, der denkt sich, ich habe so viele Abonnenten, ich brauche keinen Wert mehr auf Qualität. Nee. Ja, scheiß auf Qualität. So, den Gürtel, den kaufe ich mir jetzt. 499, ja. 3er Stats. Wird sich auf jeden Fall. Ja, das sind nur 2 Stats mehr. Das lohnt sich doch gar nicht. Das lohnt sich bei dir aber richtig, ne? Der Ring ist ja. Deine anderen Epics sind ja auch schon extrem alt, ne? Ja, aber 497 zu 499. Vor allen Dingen, was willst du denn da doch? Turm musst du noch machen hier, ne? Und ja, den Turm auf jeden Fall. Naja, warte mal, mein Begleiter, was hat der für einen? Der hat 491, dann bekommt er halt ein paar Stats mehr. Ob sich das alles so lohnt? Ich habe keine Ahnung. Ich gönn's mir jetzt einfach mal, weißt du? Ich hab's ja dir gesitzt in YouTube-Money vor so gönnen, deswegen soll ich mir einfach mal gönnen. 90 Turmetagen sind jetzt locker drin. Ja, 190. So. Packen wir das da hin, dann wird der auf jeden Fall genauso geil equipped wie ich. Der Kollege hier, und wir blättern weiter im Waffenladen. Oh, da ist ein Köpflein. Ein Köpfchen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Nein, ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich habe 422 hier, alle Attribute werde ich mir nicht kaufen. Weil so eine Rotze braucht kein Mensch. Deswegen gibt es jetzt ein Not Nice. Not Nice! So, hast du nicht gehört, aber es war gerade da. Doch, so ein leichtes Zischen im Hintergrund habe ich gerade gehört. Ja. Ohne Scheiß, doch, ich habe es wirklich gehört. Hättest du mich jetzt gefragt, was habe ich gerade gemacht, hätte ich dir gesagt, du hast Not Nice gemacht. Ja. Was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Waffe. Ich glaube, beim letzten Epic-Event habe ich keine neue Waffe bekommen. Und die würde ich auf jeden Fall jetzt doch sehr gut gebrauchen.
Also drück mir den Sack. Ja, ich drück dir alles, was ich habe. Und zwar, dass ich eine Waffe bekomme. Die wäre halt super geil. Und neue Tränke vielleicht. Die halten halt nur noch 2 Jahre. Deswegen vielleicht noch die letzten 2 Jahre verlängern. Dann können wir das auf jeden Fall passen. Damit ich dann ausgesorgt bin erstmal. Für. Ja, schnell. Stimmt. Das steht dann da, wirkt bis 29.015. Ja, ja klar. Oder 16, ja. Bald. Ich glaube, das geht dann immer weiter. Das musst du wirklich mal machen. So Leute, wir sind wieder zurück. Leider war gerade meine Festplatte voll. Erst Mikrofonarm abgefallen, denn das Festplatte voll. Es ist auf jeden Fall ein gutes Epic, ein guter Start. Ich denke, wir werden ganz viel finden. Ja, du bist unvorhergesehene Ereignisse. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe mir den Gürtel gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch drin ist, aber ich hoffe es doch mal. Wir blättern mal weiter hier und gönnen uns natürlich eine Waffe. Wir brauchen eine Waffe, habe ich letztens auch schon angesprochen, vor 2 Minuten. Ich weiß auch nicht, ob es drauf ist. Deswegen spreche ich es nochmal an, dass ich unbedingt eine neue Waffe brauche. Und da ist Server sind wir eigentlich? Wir sind auf Server 22. Achso, das wusste ich nämlich nie. Alter. Ein richtig geiler Kopf. Nice. Mit 502. Wow, das ist ein Update von, ja, ne, von ganz viel. Cool. Von 9 Stats. Groß Stat. Natürlich, jetzt geht's hier richtig voran. Jetzt geht es hier richtig voran. Aber dann ist ja dein Halloween-Epic dann auch weg. Wenn wir nie mehr Halloween-Epics haben. Außer vielleicht zu Halloween nächstes Jahr. Ja, aber mein Begleiter bekommt doch das Halloween-Epic. Ach so. Ja, aber irgendwann haust du es ja auch mal weg. Ja, gut, aber ich muss halt. Oh, da sind Schuhe, aber alle Attribute. Ja, die Lederstiefel der Dominanz. Die trägst du doch gerne, oder? Gibst doch zu. Ja, aber nur, also nichts anderes dann. Ja, natürlich. Nur die. Auf jeden Fall. Oh, es sind andere Schuhe. 502 Schuhe. Auch ein cooles Update. Die hinterlistigen Fußparasiten. Sehr schönes Item. Etwas wenig Rüstung. Das geht mir jetzt gerade viel zu schnell bei dir. Ist okay. Ich kann nichts dafür. Bei mir ist es eben so, es spritzen die Epics überall heraus. Aus jedem Loch. Sie werden rausgedrängt und werden sofort im Inventar reinbefördert. Ich kann da nichts für. Und dann wieder verkauft. Ja. Und dann verkauft. Und die Leisetreter bekommt mein Begleiter. Jetzt habe ich schon wirklich, weiß ich nicht, vielleicht 80 Pilze ausgegeben und schon 4 Epics bekommen, die ein Update sind. Ich glaube, das ist akzeptabel. Bisher ja. Jetzt noch eine Waffe, dann wäre ich schon glücklich. Moment, ich schau mal eben, was wäre noch ein geiles Upgrade? Also Kopf ist geil, Brust ist geil, Handschuhe, Schuhe gerade eben neu, vielleicht das extra noch. Süß-saure ist nicht ganz so geil mit 493, ist halt noch ein bisschen grenzwertig. Der Rest ist fast alles an 500 dran. Stats, deswegen, oh, hier sind schon wieder Handschuhe. Aha, Handschuhe, die ein mehr Stat haben wie meine. Und weniger Rüstung, oder? Ne, sogar etwas mehr. Ach, fuck. Aber mein Begleiter wird dadurch natürlich richtig viel bekommen. Ich kaufe sie mir für meinen Begleiter, glaube ich. Soll ich es machen? Für meinen Begleiter? Ich will ja, für deinen Begleiter, also für alle. Ja, für alle. Für alle. Wenn es sinnvoll ist bei dir. Ich weiß ja nicht, was du so dafür Zeug rumliegen hast. Also das wäre dann, würde mein Begleiter mit 498 bekommen und er hat gerade an 487. Ich muss halt nur noch, es ist halt nur noch Content da im Turm und im Dämonenportal. Und im Dämonenportal ist eh irgendwann Grenze, weil man das eh nicht schaffen kann, zurzeit mit dem Level. Da ist halt der Turm da. Der Turm ist halt zu schwach. Ist zu nett. Ja, Dämonenportal schafft keiner, Mann. Das ist so krass am Ende. Das ist nicht drin. Das ist nicht drin. Das wird nicht drin sein. Immer diese Ausreden, ey. Ja, komm, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nur Ausreden mache. Ich kaufe mir das einfach mal jetzt hier. Gönn es meinem Begleiter. Jetzt ist schon wieder mein Inventar voll mit Epics vollgespritzt. Das ist nicht ganz so geil. 407. Hast du was in die Toilette geworfen? Ja, den Ring. Der hat 474 immer noch hier geschickt. Ich könnte natürlich ein krasses Item mit 491 zum Beispiel reinschmeißen, weil mein Krieger und mein Magier da jeweils nur Scheiße haben. Das bedeutet, das wird jetzt für den Krieger umgewandt und mein Krieger bekommt ein richtig cooles Update von 474 auf 491. Das ist doch nicht schlecht. Gut, ja, das läuft. Dann kann er weg. Auf jeden Fall wieder ein Platz frei und wir blättern weiter natürlich nach der Waffe. Das ist der wichtigste. Und von allen. Was anderes werde ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Eine Waffe. Hier sind schon Schuhe. 502. Habe ich gerade 505 bekommen. Was hat mir denn mein Begleiter da? Mal eben gucken. Ja, 492.
Ach so, also das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Das habe ich schon wieder vergessen. Die Leisetreter habe ich doch getauscht, habe ich auch gerade eben angesprochen. Ja, als wenn du dich an das erinnern würdest, was du sagst. Ja, natürlich. Ich kann jedes einzelne Wort nochmal nachsprechen, was ich gesagt habe. Mach mal hier, stopp nochmal, Video. Ja. Mal gucken. Aber jetzt mal ohne Scheiß, hier ist ein Krieger auf S22, der hat 89 Turmetagen und 28% Portal Dungeon. Der ganz oben, da? Ne? Der Fun-Gamer. Warte, ich schau mal eben. Ja. Greif den mal an. Fun, auf Server 22? Ja. Fun-Gamer? Fun. Krieger? Ja. Welchen Platz ist denn der? 4. Ach der, das ist der bärtige Boy, ne, mit dem Goldrahmen. Mhm. Warte, ich greif mal eben an. Gewonnen. Bam, bam, in seinen kleinen Popo rein. Bam, bam, in seinen kleinen Popo rein. Bam, bam. Naja, Ausweichen vor the win war. Natürlich. Wie viel Dungeon, wie viel Turmetagen hat der? 89? Ja. Ich hab 85. Ja, siehst du. Trotzdem hast du ihn besiegt, ey. Der macht irgendwas falsch. Ja, der kann's halt nicht so. Er ist nicht so geil. Was hat denn der für Werte? Mal gucken. Das ist schon viel krasser. Deutlich mehr als du. Ja. Was hat denn der Hauptattribut? 4213 Basis. Ich hab 3. Alter, ich hab erst 3,7, der hat 4,2. Was ist denn los mit dem, Alter? Voll der Suchti, ey. Guck mal, klar auf dein Leben. Ich glaub, der hat Pilze gekauft, obwohl er es nicht durfte. Der hat Pilze gekauft. Wir müssen noch nur Spendbare haben. Ach, Menno. Ich glaube, ich habe allgemein so Kackwert. Ich weiß gar nicht warum. 4000 hat der da oben zum Beispiel. Was ist das, ein Krieger mit 4200? Ich bin irgendwie für das Level, habe ich viel zu behinderte Basiswerte. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht sagen. Weil du so schön bist, so schlau bist und schlank und rank. Die haben alle über 4000. Ich klebe noch bei 3,7 rum. Basiswert. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich spiele genauso viel Alu wie alle anderen, aber scheinbar haben die trotzdem alle 300 bis 400 mehr Hauptattribute. Und das ist ja nicht wenig, oder? 3 bis 400. Nee, das stimmt. Das ist nicht wenig. Das ist eigentlich schon viel. Ich kann nicht sagen, wieso. Leute, wo ist mein Fehler? Vielleicht einfach nur. Warum greifst du mich die ganze Zeit an und verlierst? Du hast doch eh keine Chance. Ja. Aufmerksamkeit. Du bist einfach nur ein purer One-Hit. Ich wollte, dass ich mal einmal in deinem Video dabei bin, so von wegen der Char, na? Genau. Ja. Damit es heißt, ach hier, den gibt's auch, ja, der ist einer, der eigentlich schon immer mich hin und wieder auch mal angreift. Aber. Oder liegt's wirklich daran, weil ich nicht so weit im Turm bin? Ich weiß ja nicht, wie weit die da oben alle sind. Kannst du mir mal kurz nachschauen? Vielleicht haben die alle. Hast du nicht gerade selber geguckt? Ja, aber nur bei dem einen, bei dem bärtigen Boy, bei dem drei Bärte Boy, wo ich den quasi eben besiegt habe. Weil er kein Problem für mich war. Ich gucke jetzt durch. Du blätterst jetzt noch weiter und ich. Ja, ich bin dabei. Ich suche eben eine schicke Waffe. Eben eine Vuvuzela des Todes. Oh, ein Glückshelm. Oh. Oh, schon wieder die Lederstiefel der Dominanz. Kannst ja 4 Paar anziehen. 2 vorne an den Händen und 2 hinten, weißt du? 2 an den Füßen. Dann stellst du dir du sowas alle 4 brauchst, dann. Und dann geht's los. Wenn du sowas brauchst, dann ist das okay. Ja, ist auch okay. Also ich muss mal sagen, die meisten Kundis haben auch alle 85 Turmetagen. Generell haben die meisten 85. Der eine hat echt 89, ne? Der steht echt außen vor da. Aber alle so haben. Oh, da ist eine Vuvuzela mit Ansage. Alle haben eine Vuvuzela. Da ist eine Vuvuzela mit Ansage. Dö, 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 dö. Wie Benjamin Blümchen. Töre. Nice. Ey, du könntest der erste Kundi sein, soweit ich das jetzt gesehen habe, unter den Top 30, der mehr als 85 Turmetagen hat auf dem Server, wenn du das jetzt gleich machst. Ja, ich muss erstmal schauen. 1456, bitte, bitte eine gute Spanne. Achso, hast du noch nicht geguckt. Oh, so eine Scheißspanne schon wieder. Das ist eine Kackspanne. Der hat nur 1292er Spanne nach rechts raus. Und ich habe 1400 schon an. Ach so, die du jetzt hast, ist deine alte. Ja. Was hat die für Durchschnittsschaden? Deine neue? Die neue hat 1050. Ja, na der Consecro hier hat auch 1050 Durchschnittsschaden. Ja, aber ich und kann drei Level über dir. So eine krasse Spanne, Alter. Wegmachen, das geht nicht. Die Vuvuzela kann ich nicht mitnehmen, das geht nicht. Die Werte sind auch wohl krasser. Ich habe 988 hier drauf und hier sind 1004. Die Frage ist, macht das jetzt mehr Damage? Kann man das nicht beim Item vergleichen sich anschauen? Gegenstände vergleichen? Mhm, wie viel Damage das macht? Es macht doch, hier steht. Bei Schaden steht plus 12. Ob das stimmt, wie da der die Spanne mit eingerechnet? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ey, ich spiele das Spiel 3 Jahre, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar, ja, das ist natürlich. Ich glaube, da wird echt nur. Ey, ich habe mir das noch nie angeguckt mit dem Gegenstand vergleichen hier. Ne, da wird nur der Durchschnittsschaden mit eingerechnet. Naja, aber Durchschnittsschaden ist doch auch gut. Das ist die Frage. Im Schnitt machst du 14 Durchschnittsschaden im Schnitt. Ja, dann hätte ich 12 mehr Durchschnittsschaden, aber ich würde natürlich hier von 1456 auf 1292 gehen. Runter mit der Spanne. Das ist eine Überlegung wert. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute, was ich jetzt machen soll. Aber kannst du nochmal 1000 Pilze ausgeben für die nächste Waffe? Oder 2000 Pilze. Ah, vielleicht. Ich lade nochmal auf für 2000, dann läuft. Ne, ich kaufe mir die jetzt einfach mal. Dann gehe ich wohl vom Schaden etwas runter, aber der Durchschnittsschaden ist halt geil. Und ich brauche eine neue, weil ich ganz einfach schon seit 2 Epic Events die gleiche anhabe. Den bekommt dann der Chicken Master, mein Kollege hier. Er ist echt. Ich krieg die? Ja, du bekommst die. Du bekommst jetzt den Chicken Master. Cool. Das freut mich. Weil du so ein süßer Boy bist. Das freut mich so doll. Und dann blättern wir nochmal kurz im Zauberladen so, weiß nicht, 20, 30 Pilze. Da ist ein Glücksepik. Jawohl, ein Glücksepik. Das gönne ich mir. Toilettenpapier? Nicht. Nein, der Ring. Ach so, weil das hatte ich nämlich gerade in die Toilette geworfen. Vielleicht hast du es ja aus Versehen bekommen. Ich schmeiß Toilettenpapier allgemein nicht ins Klo. Weil ich nehme das immer und. Ich sehe das immer auf und schmier es mir. Wie cool das ist. Genau, ich schmier es mir voll im Gesicht. Ich habe gesagt, ich brauche noch ein extra und hier ist das extra. Jawohl, 4,99, 4,93. Schönes Update, gönne ich mir auch noch. Dann habe ich schon alles. Ich bin fertig. Ja, hast ja schon ein paar Aufnahmenversuche dazu. Wir haben noch genug Speicher, wir können auch genug aufnehmen. Es läuft auf jeden Fall. Und dann werde ich das extra nochmal meinem Begleiter geben. Er bekommt dies hier und 490, was hat der? 488? 4, oh Alter, mein Magier hat nur 457er, das verbotene Buch. Ah, das ist natürlich nicht ganz so gut. Richtig mies. Wenn ich das mal ins Klo jetzt schmeiße hier, habe ich Glück vielleicht, dass das für einen Magier hier rauskommt. Magier? Hast du, kannst du spielen oder was? Nee, ich kann nicht spielen, leider nicht. Ach so, du meinst, alles klar, ich hab's verstanden. Ne? Hättest du da doch mal ein 5-Attribute-Epic gekauft. Ja, ist wieder nichts geworden hier. Ist nichts geworden. Bekommt der Krieger ein kleines Update, oder? War das jetzt für ein Krieger? Nicht, dass ich jetzt was Falsches hier mache. Ja, Stärke, das kann weggerotzt werden. 4 weitere Epics fürs Klöchen zum Reinwichsen, das passt auf jeden Fall. Und dann kaufe ich nochmal alle Tränke raus, die gerade noch da sind. Da sind noch ein paar. Ja. Ja. Tränke, come on. Come to me. Okay, habe ich alles. Den Rest verskillen wir dann auf Ausdauer. Und ein bisschen Geschick. Sehr gut, ein bisschen reingeskillt, dann noch etwas Intelligenz. Und ja, die kannst du echt gebrauchen. Ja, die Intelligenz brauche ich. Als nächstes gehen wir in den Dungeon, Dämonenportal eben machen. Nein, ich habe wieder was vergessen, oder? Ich habe vergessen, alles zu verzaubern. Oh! Spiel! Ich wollte es noch sagen. Ne? Oh nein! Fuck, dann kann ich keine Tries machen. Dann muss ich erst Alu spielen. Habe ich noch Alu? Natürlich. Ah, das ist geil. Jetzt kann ich mal den 11. Ding da saufen. Das kenne ich halt viel zu gut, ja. So Leute, dann werde ich einfach leider heute keine Dungeons mehr machen, sondern beim nächsten Mal. Müsst ihr gespannt sein, ob wir dann eine Turmetage schaffen. Ich glaube es ja nicht, aber. Du bist so ein Penis, ey. Wirklich, ey, wirklich. Linksträger oder Rechtsträger? Beide Träger, ne? Ja, ich wusste es. So, dann war es das für diesen Part. Und ich bedanke mich auch bei dem Han Rizzle, dass der hier dabei war und seine geistreichen Beiträge dazu beigetragen hat. Ena muss es ja machen. Ja, wir mussten ja das Niveau etwas anheben mit dir. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, denn ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.